Ehrlich, ich flipp noch aus hier. Komm hier nicht weg. Habe ich den nicht getroffen? Doch, den habe ich jetzt erwischt. Verdammt noch mal. Das ist Price, okay. Wart nach. Verdammt noch mal. Ich muss hier irgendwo bleiben. Ich glaube, den habe ich nicht. Oh doch, ich habe. Endlich. Oh, bloß jetzt nicht sterben. Der ist erledigt. So. Helfen Sie der Verstärkung, alle verbleibenden Feinde im Gebiet zu eliminieren. Vielleicht habe ich es ja jetzt geschafft. Ist da noch ein Feind? Ich sehe da gar nichts. Reden Sie mit Captain Price. Oh Mann, das war ja furchtbar. Ich glaube, das war der letzte. Ausgezeichnete Arbeit, Jungs. Wirklich. Erstklassig. Das war furchtbar. Das hat mich ganz schön angekotzt. Es gibt nur zwei Kräfte in der Welt, das Schwert und den Geist. Am Ende wird immer das Schwert vom Geiste besiegt. Mein Gott, war das nervig. Okay, herhören. Wir haben neue Befehle direkt vom SOE, sowie zwei Neuzugänge von der 6. Division der Luftstreitkräfte, die uns unterstützen sollen. Sie wurden uns aufgrund ihrer Leistung am D-Day wärmstens empfohlen. Captain Price, Sergeant Evans, willkommen bei Trupp 3. Und jetzt zur Sache. Das hier sind die Standorte der wichtigsten Wasserkraftstaudämme im deutschen Ruhrgebiet. Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, die umliegenden Städte und Fabriken mit Energie zu versorgen. Letztes Jahr hat ein kluger Kopf namens Dr. Barnes Wallace eine Bombe entwickelt, die speziell dazu geeignet ist, diese Art Dämme zu brechen. Mit Hilfe dieser Bomben gelang es der 617. Staffel, die Möhne- und Edertalsperren zu brechen und so dem Herzen der deutschen Industrie durch Überschwemmung größten Schaden zuzufügen. Leider ist es ihnen gelungen, den Schaden zu reparieren. Und das Bomberkommando hat uns beauftragt, diese Ziele erneut zu zerstören. Das hier ist die Edertalsperre. Hier springen wir nachts ab. Von der Landezone ist es ein Tagesmarsch durch unbewohntes Gebiet am Staubecken. Näher können wir leider nicht abspringen. Das feindliche Flakfeuer um die Talsperre herum ist einfach zu stark. Unser Auftrag ist, so viele Flaks wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen, damit die Bomber ihre Angriffe fliegen können. Im Gebäude am Fuß der Talsperre sind die Generatoren untergebracht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude zu zerstören, falls die Bomber den Damm nicht brechen. Wir platzieren die Sprengsätze, dann geht es per LKW in Richtung Flugfeld. Dort angekommen, besorgen wir uns ein geeignetes Flugzeug vom Feind. Sie wissen, was zu tun ist. Überprüfen Sie Ihre Magazine und studieren Sie sorgfältig die Karten und Fotos. Wir erhalten in den nächsten 2 Stunden das Signal und die Details zur Anbordnahme. Viel Glück! Ja, danke. Das werde ich wohl brauchen. Okay. 2. September 1944.
5.45 Uhr. Gut. Zerstören Sie die Panzerabwehrgeschütze oben auf dem Damm. 6 Stück sind über. Na, dann wollen wir mal schauen. Ich bin ganz alleine anscheinend. Ah, verdammt, der ist runtergegangen. Jetzt habe ich ihn aber. Oh! Kann er her? Da. Oh, da ist auch noch einer. Den habe ich jetzt hoffentlich. Oh! Ah, ich treffe den nicht. Okay. Du schießt auf mich. Dafür musst du bestraft werden. Okay, ich habe soweit nichts abbekommen. Die Musik ist echt cool. Genießen wir ein bisschen die Aussicht hier. Jawohl. Da sehe ich nichts. Okay, die Tür ist zu. Schauen wir uns die Explosion an. Gut. Und weiter geht's. Da ist noch niemand zu sehen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ah, 5 über. Okay. Und nochmal das gleiche. Ja, okay. Ich sehe keine Gegner. Das ist wahrscheinlich die Ruhe vor dem Sturm. Und gleich geht es dann wieder richtig ab. Diesmal gehen wir so. Oh, jetzt wird geschossen. Ich sehe keinen. Ah, da hat doch jemand auf mich geschossen. Ah, da. Okay, der ist so weit. Ah. Oh, ich glaube, ich habe den sogar... Oh. Oh, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Und? So mag ich das. So, jetzt bräuchte ich eigentlich auch wieder Medizin. Aber erstmal... Oh! Sehr schön. Will ich erstmal nachladen? Einen haben wir noch über. Schauen wir nochmal kurz nach unten hier. Ah, aha. Okay. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Den Scheinwerfer kann ich nicht ausschalten. Okay, okay. Medizin kann ich brauchen. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Gut. Der steht wieder auf. Schicken Sie uns ein MG-42-Gruppe. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Gut, dann geht's anscheinend hier abwärts. Berggebiet, kein Zutritt für Unbefugte. Wir fahren abwärts. Oh! Komm. Gut, jetzt nehme ich aber eure Waffen. Habe ich auf jeden Fall genug Munition.
Ach so, das. Oh! Ah, verdammter Sack! Der macht mich noch kalt hier! Wie wär's mit einer Handgranate? Boah, krieg ich da selber noch was von ab? Britische SAS-Einheiten haben die Talsperre betreten. Feindliche Truppen sind durchgebrochen. Ah, das darf ich. Ah, ich hab doch gerade nachgeladen. Ah, als wenn die das riechen könnten. Sagen Sie dem Kommandostab, wir greifen an. Sie sollen Verstärkung schicken. Abteil! So, okay. So. Wir werden angegriffen. Diesmal bin ich ja vorgewarnt. Erschießt jeden Eindringling. Okay. Wartet ein ganzes Rudel. Oh oh. Ich hab dich gesehen gehabt, du Sack. Sie sind vom britischen SAS, sind keine Gefangenen. Ich wiederhole, keine Gefangenen. Ja, ich mache auch keine Gefangenen, das verspreche ich euch. Kontrollraum. Sektor 6, Ebene B entdeckt. Okay. Jetzt geht's ans Eingemachte hier.